Hallo zusammen, ich begrüße Sie hiermit zu einer neuen Folge von Kunst und Kochen. Haben Sie viel Spaß. So, liebe Leute, wir fangen jetzt mit dem Kochen an. Wir haben heute eine besondere Situation, denn ich habe euch ja gestern schon gesagt, dass ich Handwerker erwarte, die mich gestern aber leider im Stich gelassen haben. Deswegen musste ich die Bolognese mit den Nudeln mit meiner Frau alleine essen. Heute jedoch machen wir das zweitbeliebteste Essen, nämlich eine Currywurst mit Pommes und Salat. Ich habe das hier jetzt auch schon ein bisschen vorbereitet und das mache ich heute für 5 Personen, weil wir haben 3 Handwerker hier, die ordentlich da draußen an meinem Treppenlift arbeiten oder an dem Plattformlift und die kriegen natürlich wie jeder Handwerker bei uns Mittag ein schönes Essen und deswegen habe ich hier jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Ihr seht hier, ich habe jetzt hier Salate vorbereitet, immer noch den restlichen Endivien-Salat. Dann da hinten gibt es noch einen schönen gemischten Salat mit Tomaten, Paprika, Gurken und Salat. Dann haben wir hier die Pommes, die dann frisch gemacht werden hier in der Fritteuse. Hier dann entsprechend die verpackten Würste, die ich vorhin gekauft habe. Dann machen wir ein schönes Salatdressing dazu. Ihr seht, dazu gibt es eine Salatkrönung, Olivenöl, ein bisschen süßen Senf und eine Sojasauce. Und zu den Pommes gibt es dann Ketchup, Curry und wer mag auch noch Mayonnaise. So. Bei dieser reinen Schnibbelarbeit für den Salat, was ich jetzt mache, werde ich wieder ausschalten, denn ihr könnt euch vorstellen, dass ich den Salat durchaus zuschneiden kann. Ich zeige euch nachher nur das fertige Produkt. Jetzt machen wir unser Salatdressing. Dazu nehme ich von diesem Granulat, Salatfrisch, einen kleinen Löffel. Verwenden übrigens auch Profiköche. Dann einen Löffel süßen Senf. Und zum Schluss noch etwas Sojasauce, was letztendlich sowas wie ein Sahneersatz ist. Hat aber den Vorteil, dass es laktosefrei ist, weil wer Probleme hat damit, so wie ich, der sollte lieber die Finger davon lassen. Deswegen verwende ich auch nur laktosefreie Sahne. So, und damit das Ganze jetzt noch etwas Pfiff kriegt, werden wir hier noch einen kleinen Schluck von dem Rotwein dazugeben. Und dann bekommt das Ganze auch noch etwas Farbe. Salate sind also angerichtet. In diesen Salat gebe ich das Dressing noch nicht rein, sondern erst ganz zum Schluss.
damit der Salat nicht matschig wird. So, jetzt ist unsere Fritteuse auch fertig. Sie sehen das an der grünen Lampe. Und deswegen werfen wir jetzt die erste Portion Pommes da rein. Ich mache hier noch etwas Platz. Öffnen wir die Packung Pommes. Alle Pommes in Öl schwimmen und den ein bisschen verteilen. So, die dürften jetzt ungefähr 10 Minuten brauchen und dann habe ich den Ofen schon vorbereitet. Wir tun dann die erste Portion, weil das sind ja zwei Portionen, muss die komplette Packung machen für 5 Leute. Tue ich dann bei 100 Grad in den Ofen und serviere sie dann quasi mit der zweiten Portion zusammen. Das dauert jetzt mindestens 10 Minuten und in der Zwischenzeit schneide ich dann schon mal die Currywürste. Wenn ich viel zu schneiden habe, dann nehme ich immer dieses Frankfurter Brett, denn dadurch ist das Ganze um einige Zentimeter höher und es ist für meinen Rücken einfach viel besser, weil ich mich da nicht ganz so bücken muss. Das mache ich immer dann oder verwende das immer dann, wie gesagt, wenn ich sehr, sehr viel schneiden muss. So wie in dem Fall reden wir jetzt von 10 Würsten. Und dieses Brett hat vor allem noch den Vorteil, dass man das dann unten in die Behälter reintun kann. Und ich muss es nicht jedes Mal dann irgendwo wegheben, sondern ich mache hier die Schublade auf und schmeiße dann. Meine Frau hat mich schon kritisiert, weil ich zu oft Schmeiße verwende. Deswegen bewege ich jetzt von dem Brett in diesen Auffangbehälter diese leckeren Würste. Und mache mit den nächsten zwei weiter. Natürlich könnte man die Currywürste auch im Ganzen machen, aber damit sind natürlich es ist vom Prinzip dann portioniert und der eine isst mehr, der andere weniger und deswegen kann sich dann jeder so viel Würste nehmen aus der Pfanne, wie er dann möchte.
Erstaunlicherweise ist mein Hund nicht hier, denn der hat einen unwahrscheinlichen Instinkt dabei, wenn ich in der Küche bin und irgendetwas schneide. Meistens setzt sie sich dann direkt daneben, schaut mich mit ihren großen braunen Augen an und stellt mir damit die Frage: Herrchen, kriege ich auch was? Und sehr häufig fällt dann natürlich rein zufällig irgendetwas runter, damit der Hund auch etwas zu fressen hat. So, die erste Portion ist schon mal fertig. Und wir schütten das eben gleich weiter rein. Eigentlich wollte ich das Ketchup warm machen, aber das ist auch immer schwierig. Da weißt du nie, wie viel du rationieren musst. Am Ende bleibt dann entweder zu viel übrig und du schmeißt es weg. Deswegen stelle ich jetzt einfach die Ketchupflasche auf den Tisch und lasse jeden so viel Ketchup nehmen und Curry, wie er dann gerne mag. Ich gebe jetzt etwas Rama in die Pfanne. Ich stelle das jetzt mal hierher. So. Ich arbeite sehr gerne mit dem Produkt. Leider ist die Flasche jetzt leer, aber die zweite ist schon im Kühlschrank. So, und dann, nachdem ich nicht mehr schmeißen sagen darf, platziere ich jetzt diese Würstchen einfach in die Pfanne. Die brauchen jetzt ungefähr so lange wie die zweite Portion Pommes. Und dann sind wir eigentlich schon stadtklar zum Essen. Ich weiß es nicht, ob es das Gammelfleisch ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie schmeckt der Bild.